Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Blood Money. Der Wissenschaftler ist immer noch in 803, deswegen würde ich sagen für den... Ach nein, pack den blöden. Nein. Pack das da mal weg, nimm die Silverballer wieder mit und geh hier rein. Ich denke, wir ziehen uns erstmal nochmal das andere Outfit an. Der war bewaffnet, der Typ. Ich denke, das Outfit von Schmutz könnte uns noch nützlich sein, denn ich glaube nicht, dass sich Schmutz und der Scheich schon getroffen haben. Das heißt, ja, der Scheich weiß nicht, wie Schmutz aussieht. Und wir müssten mit diesem Outfit eigentlich auch in den 8. Floor gehen können. Hätte ich jetzt gesagt? Ne, geht nur Lobby. Mist. Wie kommen wir ins 8. Stockwerk hoch? Gibt es irgendwas? Muss doch irgendwo eine Feuerleiter oder sowas geben. Achso, der ist ein bisschen misstrauisch geworden. Weil ich zu lange da rumgestanden habe, wahrscheinlich. Aber glücklicherweise nicht zu misstrauisch. Das hier ist doch eher, sieht doch sehr feuermäßig aus. Hier ist doch ein Feuerexit, aber das ist zu blockiert. Es muss doch irgend... Das Hotel ist scheiße design, wenn es hier nicht irgendwie eine Nicht-Aufzugsmöglichkeit gibt. Kann man hochklettern oder sowas? Aha. Die spielen Poker. Das ist ein Sichtschutz. Aber hochklettern können wir nicht, oder? Nope. Scheint nicht der Fall zu sein. Wenn er auf dem Balkon wäre, könnte man ihn wegsnipen. Wenn man einen Sniper hätte. Ein Snipergewehr hätte. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich weiß nicht, wie ich in die dritte Etage hochkomme. Okay, wir brauchen irgendwie eine Keycard von der dritten Etage, von der achten Etage. Tut mir leid, was rede ich denn da? Wir brauchen eine Keycard von der achten Etage. Ich weiß nicht, wo wir die genau finden. Was sind das hier? Einfach Schuhe? Ich gehe nochmal runter in die Lobby. Vielleicht fände ich da ja was. Wir können zumindest mal Climb Hatch. Ah, bringt uns das vielleicht was im 7.? Das könnten wir probieren. Vielleicht kommen wir über den Aufzugsschacht in die 8. Etage hoch. Aber ich will mal gucken, ob ich das Band klauen kann. Wir wurden ja recorded. Was natürlich eher ungünstig ist. Breaking News. Wir dürfen... Was ist das für ein... Okay, wir können das Ding nicht mal mitnehmen. Wir können was drin platzieren. Ansonsten bringt uns das aber nichts. So, hier müsste irgendwo... das Tape sein. So, ich nehme das einfach mal mit. So, das heißt... Das ist... soweit okay. Können wir nochmal mit dir reden? Hast du einen Schlüssel für die 8? Nope. Okay. Dann werde ich versuchen, den Aufzugsschacht hochzuklettern in der 7. Schauen, ob uns das irgendwie weiterbringt. Er ist immer noch in der Lounge. Wir kommen da rein. Aber wir müssen irgendwie in die 8. Mal sehen. Das wäre die 8. Da kriege ich aber die Tür nicht auf. Es könnte sein, dass der andere Fahrstuhlschacht da besser läuft. Ich bezweifle es aber. So einfach wird uns das Spiel das nicht machen, leider. Nichtsdestotrotz, wir probieren es mal aus.
Wir haben nicht wirklich eine andere Wahl. Der ist immer noch in 803. Wir kommen nicht in die 8. Okay, nochmal 7. Probieren wir es einfach hier. Oh. Draußen windet es krass. Ich hoffe, dass es... man hört das nicht zu stark irgendwie auf der Aufnahme oder so. Nee. Die Aufzüge sind alle gut im Schuss. Okay, das bringt uns nichts. Jetzt ist die Frage, was bringt uns dann was? 701 ist unser eigenes Zimmer. 707 haben wir quasi in Beschlag genommen. Ich könnte mal gucken, ob ich hier... Es müssen doch hier irgendwo Schlüssel sein. Da wäre ein Dumpster. Da wäre auch ein Dumpster. Und eine Schnapsflasche. Das Problem sein, wir könnten probieren, ihm dessen Outfit zu nehmen. Vielleicht hat er Schlüssel mit dabei. Vielleicht hat er eine Keycard für die 8. Keycard Room 707, 701. Ich wüsste nicht, wofür ich es sonst verwenden sollte. Security Stuff. Warte mal, hat er sonst noch was? Okay. Das geht so nicht so einfach. Aber ich glaube, da hat er auch keine Schlüssel. Okay. Leider wurde ich zu schnell getötet. Ich glaube nicht, dass der Schlüssel hat für die 8. Etage. Ich glaube nicht, dass uns das Outfit großartig viel bringt. Wir werden damit nicht viel mehr machen können, als mit dem Outfit, das wir bereits haben. Nein, ich... Ach, nimm die Mine wieder. Schmeiß den Briefkasten weg. Und... Ja, du kannst die Pistole mitnehmen, das ist okay. Casino Staff. Ja, Casino Staff müsste uns eigentlich Zugang zu allem geben, was wir brauchen. Ah, leider kommen wir damit nicht in die 8. Alternative Möglichkeiten. Pistolen bringen uns hier auch nicht wirklich weiter. Wir müssten einen Gast finden, der irgendwie auf der 8. ist. Vielleicht gucken wir uns noch mal ein bisschen im Casino um. Was gibt's sonst noch? Oder, ich meine, der wird ja irgendwann rauskommen, oder? Outside. Das sind die Balkone. Interessant ist auch, dass das Exit im Casino unten ist. Lass uns mal das Exit abchecken. Ich will keine Überraschungen haben, wenn wir fliehen. Vielleicht hier irgendwo eine 8er Karte? Wohl nicht. Da sind wieder welche am Rumknutschen. Also das Exit ist eigentlich... Was? Wozu? Wo zur Hölle ist das Exit? Ha. Wahrscheinlich hier. Aber das geht natürlich erst, wenn wir die Mission abgeschlossen haben. Aber gut, das Exit scheint frei zu sein. Soweit ich das beurteilen kann. Ach, wir wurden schon wieder auf Kamera aufgenommen. Wo ist sie denn? Da drüben in der Ecke. Okay, ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt. Schon wieder.
Da. Okay. Also hier sind überall Kameras. Das heißt, bevor wir verschwinden, müssen wir wahrscheinlich nochmal ein Tape klauen. Ich will mal gucken, ob wir hier reinkommen. Okay. Das ist eher schlecht. Wir kommen dann nur rein, wenn wir durchsucht werden. Dann müssen wir wohl oder übel erstmal ein paar Waffen loswerden. Beziehungsweise, ich meine, wir können auch irgendwas in der Brieftasche platzieren. Aber alternativ kann ich doch einfach auch die Waffen wegschmeißen. So. Das kann weg. Ah, die Silverballer würde ich eigentlich ganz gerne behalten. Aber ich schmeiße sie einfach für den Moment auch erstmal weg. Wir wissen, wo wir das Zeug finden. Ich glaube, alles andere ist... wird nicht detected. Schauen wir mal, ob wir durchkommen. Ja, mach nur. Wir sind clean. Okay. Keine Waffen. Wir dürfen hier rein. Was hat er gesagt? Wir dürfen uns hier bewegen. Wir gehören zum Casino. Er hat irgendwas gemurmelt. Hier ist auch nochmal ein Exit. Ich schau mal nach, wo es hier hingeht. Ha. Sehr interessant. Wo führt das hin? Was zur Hölle ist das da? Ein Helikopter? Platz? Ha. Okay. Ist nicht so wichtig. Bringt uns nicht weiter. Im Endeffekt. Folglich. Wo ist... der Briefcase mit den Diamanten. Vielleicht hat der Wissenschaftler den. Der redet irgendwas in Arabisch, glaube ich. Tja. Okay, also wir kommen hier aber auch rein, ohne von den Kameras gesehen zu werden, indem wir einfach uns an die Klos halten. Weil es bringt nicht sonderlich viel, im Hauptraum des Casinos rumzurennen. Problem ist immer noch, wie kommen wir in die Achte? Wie kommen wir in die Achte? Ich meine, wir können mal probieren, das Outfit zu wechseln und... warte mal, erstmal hole ich meine Silverballer. Die könnte nützlich sein. Wobei... ja, nicht wirklich. Können die auch nachher noch holen. Lasst uns das Outfit wechseln und mal gucken, ob wir irgendwie einen Dialog mit dem initiieren können. Beziehungsweise sehen wir, was passiert, wie er auf unser Outfit reagiert von dem Schmutz. Weil der bleibt in seinem Apartment. Und ich glaube, der kommt da erst raus, wenn wir den Deal initiiert haben. Und wir selber kommen nicht in die Achte rein. Das heißt, er muss raus. Frei nach dem Sprichwort, wenn der Prophet nicht zum Berg kann, muss der Berg eben zum Propheten. Von dem her... probieren. Probieren wir einfach mal. So. Das läuft. Dann... gibst du mir das Outfit von Henrik Schmitz. Wir nehmen das DNA-Briefcase. Ich weiß nicht, ob ich eine Mine... wir können mal eine Mine drin platzieren. Vielleicht bringt uns das ja was.
Das Gute ist, die Leiche von Schmitz wurde schon mal nicht gefunden. Von dem her scheint der Kill okay zu sein. Da kommt schon ein Aufzug. Ach, ich hasse Aufzüge in allen Spielen. So, auf in die Lobby. Und dann... Ich werde die Mine wieder rausnehmen. Ich gebe ihm jetzt die DNA-Probe einfach so. Was? Warum wird hier geballert? Ach, weil ich die Mine in der Hand habe. Ach, wie dumm. Wie dumm. Ich habe die Mine rausgenommen, hatte dann die Mine in der Hand. Und das hat den Leuten überhaupt nicht gefallen. Okay. Verstehe. Machen wir es nochmal. Ah. Ich muss noch das Tape holen dann. Ich habe die Mine immer noch in der Hand. Ah, man sieht die so schlecht. Deswegen reagieren die so. Steck die Mine weg. Weil mit dem Outfit kann ich das Tape nicht holen. Ich muss das andere Outfit haben. Vielleicht ist es dann zu spät, aber... Naja, wir gucken mal. Wo sind wir? Falsch abgebogen. Ich will erstmal eigentlich nur ein Gefühl kriegen, wie wir den Wissenschaftler aus seinem Zimmer rauskriegen. Das ist momentan so ein bisschen das Hauptproblem. Wir haben jetzt noch... die ganzen Waffen mit dabei. Ich weiß nicht, ob der uns so durchlässt. Wobei Schmitz selber hatte eigentlich eine Waffe da. Dabei. Von dem her... müsste er auch da eine Waffe tragen dürfen? Fragezeichen. Wir können es mal probieren. Wenn er uns durchsucht und meint, nö, können wir die Waffen immer noch. Oder weißt du was? Nein, die Mine nicht. Place Item. So, wir haben die Silver Baller da reingesteckt. Das passt. Jetzt haben wir keine Waffen bei uns. So, wir können euch das... können uns durchsuchen. Kein Problem. Wir sind sauber. Okay, gut. So. Ich gehe jetzt hier rein. Nehme die Silver Baller wieder raus. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir zu dem Scheich hingehen. Ganz langsam. You are Hendrik Schmutz. Yes, Sheikh Mohammed. Kamal, ijlib al-almas. The merchandise will be inspected before payment is delivered. It is merely prudence. Of course you understand. Of course. Okay, wir haben die DNA-Probe abgegeben. It is a large casino. It is. Perhaps you'd like a drink? I'll pass. Yes, a very large casino. Okay. Schauen wir auf die Map. Der ist immer noch in seinem Zimmer. Eine Tänzerin, was ist jetzt? DNA needs approval. Courier on his way. Ich weiß nicht, wie ich... ich meine... was? Hä, warum schießen die jetzt auf mich? Was ist...
Ich muss hier drin warten, glaube ich, oder? Ich darf nicht raus. Kann das sein? Ich muss da drin echt warten. So, verstaub die blöde Miene. Silverballer da rein. Und gut ist. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Ich denke, wir müssen da drin warten. Bis der Wissenschaftler kommt und die Ware überprüft. Eventuell können wir dem Wissenschaftler dann folgen. In die achte. Wobei, da müssen wir zuerst das Outfit noch wechseln. Ich glaube, das geht sich zeitlich nicht aus. Na, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Naja, gut. Wir initiieren das Ganze nochmal. Und dann gucken wir, was passiert. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher. Aber es wird schon irgendwie schief gehen. So, ich glaube, der Anfang hier, das war alles schon ganz gut. Ja, ja, mach nur. Kein Problem. Dauert immer ein bisschen. Okay, gut, dankeschön. Wo wir jetzt hier irgendwas initiieren. Nehmen wir die Silverballer wieder. Und dann reden wir mit ihm. Ich denke, ich muss hier bleiben. It is a large casino. Ja. DNA needs approval. Courier on his way. Muss ich jetzt hier tatsächlich warten? Kann ich nichts anderes tun? Das Problem ist, wenn ich den so einfach in die Luft jage, dann komme ich nicht... Also das würde vielleicht sogar gehen. Aber dann komme ich nicht an ihn hier ran. Na komm schon, mach ein bisschen hin. Ich glaube, ich werde danach speichern müssen. Sicherheitshalber, weil das dauert viel zu lange. So, Mädel, kannst du dich verziehen? Das braucht Ewigkeiten. Er ist immer noch in 803. Ah. Die DNA-Probe ist sauber. Wir haben da ja nicht wirklich was dran rumgefummelt. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, einfach rauszulaufen. Der ist immer noch in 803. Was ist das denn? Oder kommt sonst irgendjemand und bringt die, holt die Tasche ab? Hast du noch was zu sagen? Okay, ich denke, wir machen kurz einen Cut und warten einfach. Ich warte jetzt hier ab, bis irgendwas passiert. Bis gleich. Aha. Da ist der Kurier. Der hat die Tasche abgeholt. Payment Brief Case. Ich weiß nicht, ob ich dieses Ding jetzt mitnehmen darf. DNA needs approval. Courier on his way. Ich denke, ich darf damit jetzt nicht einfach rauslaufen. Ich probiere es aber trotzdem, ansonsten werde ich das... ja, habe ich schon gedacht. Okay, das geht nicht. Also gut, dann sehen wir uns gleich wieder und... da muss ich wohl auf dieses... auf die Approval... auf das Approval-Dings warten. Ich werde jetzt, bevor ich das initiiere, noch ganz kurz meine... mein... das Tape holen, das uns auf Kamera gesehen hat, weil das muss nicht sein, dass wir das nachher noch irgendwie in aller Hektik machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich!